Na hey, Schorsch-Leute und willkommen zum Schorsch zum Sonntag. Heute mit Nachrichten, die sind ein bisschen schwerwiegender bezüglich, was das Format hier angeht. Bevor ich jetzt groß anfange zu reden, vielen Dank an unsere Patreons. Immer noch, immer wieder, sage ich auch immer wieder, es wird auch nicht aufhören. Euch vielen Dank für euren Support und eure Geduld vor allem. Aktuell, weil es ist. Heute ist aktuell so. Eigentlich ist richtig schönes Wetter heute. Das ist das Schöne. Es ist bewölkt, es ist relativ kühl. Aber ich glaube, wir haben irgendwie 90% Luftfeucht. Das heißt, man schwimmt in der Luft einfach. Also sorry, wenn ich euch hier eine zuflute mit Zeug. Aber was ich erzählen wollte, was jetzt auch ein bisschen wichtig ist, weil. Ihr habt es vielleicht in den letzten paar Wochen schon gemerkt. Ich habe in dem Schorsch zum Sonntag nicht mehr so viel zu erzählen. Um genau zu sein, ich habe die letzten paar Wochen so gut wie gar nichts mehr zu erzählen, außer ich war irgendwo oder irgendwas war los oder irgendwas ist passiert. Was mich zum Punkt bringt, dass das Schorsch zum Sonntag jetzt nicht mehr jeden Sonntag kommt. Ich werde das Format nicht komplett zerstören, so möchte ich das nicht, weil dafür mache ich das jetzt schon zu lange. Technisch gesehen schon über 140 Wochen. Das muss man sich mal überhaupt auf der Zunge zergehen lassen, wie lange ich das schon mache. Aber man darf nicht vergessen, dieses Format ist damals zustande gekommen, wo ich noch arbeiten musste und dann das Ganze immer so hingestellt ist, so nach dem Motto, ja super, ich weiß jetzt, wie ich diese Woche arbeiten muss. Sprich, ich weiß, wie ich meine Woche gestalten kann, was Content angeht und Streams und alles. Wobei ich damals auch noch nicht mal so viel gestreamt habe wie heute. Das ist ja nochmal eine Sache. Ich habe jetzt die letzte Woche komplett durchgestreamt. Also, und das trotz 30 Grad plus. Und heute ist einfach nur eigentlich schönes Wetter. Das ist das Schöne an der Sache. Deswegen nachher mehr Link to the Past Randomizer. Dazu aber später noch. Damals war das halt ein bisschen wichtiger. Heutzutage, also heute, wo ich jetzt YouTube und alles und Twitch fast schon hauptberuflich mache aktuell, ist das Ganze ein bisschen, ja, ich kündige Streams sehr, nicht nur spontan an, ich kündige sie einfach am Tag an, weil ich dann weiß, was ich stream, und ich mache solche Pläne ja nicht, ich mag sowas nicht. Denn dazu kommt, ich hätte noch Ideen, was ich mit YouTube machen möchte, weil, ich würde am liebsten so dieses Format von wegen die Sachen, die ich in Streams aufnahme und in Parts hochlade, würde ich am liebsten beiseite schieben, die Streams trotzdem weiter hochladen, weil ich ja trotzdem noch was hochladen möchte. Nur ich würde dann die Zeit, die ich dann quasi dafür nutze, würde ich dann lieber in Projekte stecken, wo ich jetzt schon mal viel mehr Ideen habe und ein bisschen mehr Arbeit drin steckt. Einfach weil das in Sachen sind, wo schlicht und ergreifend ein bisschen mehr Zeit aufwendig ist. Zumal ich habe jetzt eine Idee gehabt, da kann ich ja jetzt mal kurz drüber reden, so ein Video nach dem Motto, meine Probleme aktuell mit YouTube. Und Jesus Christ, das wäre ein längeres Video, wo ich auch ein bisschen geplanter vorgehen will, wo ich mich nicht einfach vor die Kamera setze und anfange für eine halbe Stunde zu ranten. Das möchte ich schon, dass das detailliert ist und dass ich da standfeste Punkte habe. Deswegen sind das alles Sachen, wo ich ein bisschen mehr Zeit investieren muss. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn dein Renderprogramm, was auch dein Bearbeitungsprogramm ist, die ganze Zeit mit Rendern von Videos beschäftigt ist, die einfach mal lange dauern. Deswegen würde ich denn in solchen Videos die Patreons auch natürlich mit einbringen. Sprich, ich würde das Ganze da immer noch anzeigen, wer Patreon ist und so. Und wie gesagt, das Schorsch zum Sonntag wird nicht ganz ausfallen. Also ich werde trotzdem noch so dieses System werde ich noch behalten quasi. Nur jetzt eben halt nicht mehr wöchentlich, weil es nicht mehr wöchentlich immer so viel zu erzählen gibt von dem, was ich tue und was ich mache, weil wenn irgendwas los ist, wenn ich irgendwas mache, dann erzähle ich es meistens im Stream direkt. Weil das denn nichts ist, wo ich sage, so, oh ja, das kann ich Sonntag erzählen. Dann sage ich mir einfach, wieso, ich erzähle es jetzt einfach nachher im Stream und dann ist gut. Oder was, irgendwie sowas, ne?
Aber wenn ich denn so wirklich mal einen Sonntag was erlebt habe oder so, und dann, oder generell, wenn in der Woche irgendwas los war, ich werde trotzdem wieder einen Schosch zum Sonntag machen. Oder einen Schosch zum Samstag oder Schosch zum Schieß mich tot. Ich habe keine Ahnung. Zum Beispiel eine andere Idee, die ich hatte jetzt, ich würde gerne meine 12-Stunden-Streams ein bisschen besser ankündigen. Weil normalerweise mache ich das immer via Twitter und dann ist Ende. Dann ist vielleicht erwähne ich es nochmal im Show zum Sonntag, so von wegen, ja, da ist hier 12-Stunden-Stream mit mir. Ich habe hier so eine Haarsträhne, die geht mir voll auf den Sack. Aber ich habe es nie wirklich groß angekündigt immer, das fällt mir immer so auf. Ich würde da gern Sachen machen, wo ein bisschen pompöser ist. Also, pompös ist so ein scheiß Wort eigentlich dafür. Aber ich möchte das Ganze ein bisschen schöner aufbauen, sagen wir es mal so. Ein bisschen besser gestalten einfach. Ich mache die ganze Zeit den hier. Das ist voll nervig eigentlich. Das nervt mich selber. Also ja, das sind so die Sachen, weswegen sich jetzt hier ein bisschen was auf YouTube ändern wird auf meinem Kanal. Ja, man muss halt auch ein bisschen auf alles gucken, nicht? Und deswegen, ich möchte auch mal einen Tapetenwechsel, was das angeht. Weil aktuell, ich lade konstant hoch quasi. Ich werde jetzt Bomberman Generation, werde ich noch in Parts hochladen. Und die Birth by Sleep Story von Terra werde ich auch noch komplett in Parts machen. Weil ich möchte das nicht jetzt mittendrin einfach so. Vielleicht mache ich es aber doch, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht. Also ich wollte es eigentlich schon, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt letztens, das habe ich im Stream groß erzählt, dass ich Birth by Sleep eigentlich nicht mehr schneiden wollte, sondern ganz hochladen wollte den Stream. Habe es jetzt aber doch geschnitten. Weil ich habe mir gedacht, mein Gott, jetzt bist du mittendrin, das sieht ja auch doof aus. Aber jetzt, wo ich das so quasi öffentlich gemacht habe, sag ich mal, habe ich mir gedacht, gut, jetzt könntest du es ja eigentlich jetzt dann auch so machen, oder? Also, ist ein bisschen weird. Ist aktuell ein bisschen funky alles. Also, stellt euch auf ein bisschen Veränderung ein. Stellt euch auf neue Sachen ein. Seid offen für neue Dinge. Ich hoffe, ich habe euch das jemals beigebracht. Denn es wird sich so ein bisschen was ändern. Es wird hier, wir tapezieren mal. Wir reißen die alte Tapete ab und machen eine neue Druff. Wir machen das nicht wie meine Großeltern, die einfach nur immer Druff gemacht haben. So was machst du nicht. Es ist unhöflich dem Nächsten, der es abtapezieren muss. Glaub mir, ich spreche da aus Erfahrung. Dann noch eine andere Sache. Ja, ich mache hier jetzt aktuell Link to the Past Randomized. Das ist super fun eigentlich. Und das ist eine der Sachen, wo ich eventuell auch mal irgendwann versuchen will zu speedrun. Also von daher, stay tuned for that. Ich bin da aktuell noch so ein bisschen am rumprobieren und am rumtesten. So casual rumdödeln und all sowas. Aber ja, das nochmal so nebenbei nochmal. Das mache ich auch heute weiter, weil ich habe da gestern mittendrin, nein, was heißt hier mittendrin, so relativ kurz vorher aufgehört, sag ich mal. Und jetzt muss ich es fertig machen. Jetzt will ich es fertig machen natürlich. Und ja, ich bin mal am Schauen. Also, überwiegend ging es mir darum, dass ich jetzt sagen kann, das Schosch zum Sonntag kommt nicht mehr jeden Sonntag. Das wird vielleicht einigen von euch nicht gefallen, aber sagt's, denkt's euch so, was ist euch lieber? Ein wöchentliches Schosch zum Sonntag, wo vielleicht 3 Minuten lang ist, wo Jack Shit passiert, oder ein Schosch zum Sonntag, was vielleicht einmal, ein, zweimal im Monat kommt, wo aber tatsächlich mal ein bisschen länger geht, wo 10, 20 Minuten geht, wo ich tatsächlich was zu erzählen habe, wo ich tatsächlich was zu berichten habe, wo mal ein bisschen ausführlicher ist, wo ich mal was erlebt habe oder so. Oder wo ich meine Kamera mit hatte und hier sogar euch was zeigen kann. Das ist, ich würde sowas einfach viel schöner finden, als wenn wir denn aus dem Show zum Sonntag so ein Format machen, wo ich einfach nur noch hinklatsche und ich irgendwo nichts mehr zu sagen habe. Das waren so die letzten Wochen. Jedes Mal, wenn ich mich denn hingesetzt habe und gesagt habe, so, du nimmst das jetzt auf, dann ist mir aufgefallen, oh boy, deine Woche war super langweilig, du hast nothing gemacht, du hast gestreamt, du warst einkaufen, finito. Es war warm und dann stops. Deswegen, ich möchte, dass das Ganze, ne, ich möchte da wieder ein bisschen Feuer reinbringen, dass das Ganze wieder so aussieht, wie ich es mir ursprünglich gewünscht habe. Und ich glaube, wenn wir das so machen, bin ich da auf einem guten Weg bei und dass wir da alle so ein bisschen zufrieden sind. Weil es wird weiterhin Content kommen. So, das muss ja jetzt nicht hier, ne?
soll ja jetzt nicht heißen, dass ich komplett YouTube denyen will. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich gar nicht könnte. Schlicht und ergreifend, weil ich mittlerweile so viel Arbeit in diesen Kanal gesteckt habe, dass es wäre nichts, wo ich einfach sagen kann, so, das war's, ich mache da jetzt nichts mehr, weil ich habe da keinen Bock mehr. Das könnte ich gar nicht. So sehr mir YouTube auch aktuell auf den Sack geht mit allem, also wirklich allem, dass ich mir sagen würde, Alter, wie schafft es eine Website so inkonsistent zu sein, so beschissen und fucking nervtötend, dass du trotzdem noch weitermachen willst? Wie gesagt, ich mache das seit über 9 Jahren, jetzt bald 9,5 Jahre. Nächstes Jahr mache ich es seit 10 Jahren und dann sag mir auch, ja, du kannst nicht einfach aufhören. Du kannst nicht einfach von jetzt auf sagen, so, 10 Jahre deines Lebens, nothing. Das ist so eine Sache, das kannst du nicht. Da kannst du nicht einfach aufhören und so, alles weg. Einfach vergessen. Es zieht ja auch einen Rattenschwanz hinter sich her. Es zieht ja so viel noch Sachen hin und her, was da alles ist. Von dem her, ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Weil ich kenne mich, ich gucke mir das nachher wieder an und denke mir, Alter, scheiße, du hast die Hälfte vergessen. Aber ich denke, ich habe gesagt, was ich sagen möchte. Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis für diese Entscheidung, die wir jetzt hier treffen. Dass es also nicht mehr jeden Sonntag das Show zum Sonntag gibt, sondern nur noch ein, zweimal im Monat vielleicht, inkonsistenter. Dass es vielleicht mal samstags kommt, dass es vielleicht mal montags kommt. Wer weiß, vielleicht auch mitten in der Woche. Das Schosch zum Mittwoch, das wäre mal was ganz Neues. Aber das als das Schosch zum Wochentag, könnte man fast schon sagen, ist ein Vlog-Format, was ich jetzt nach über 140 Folgen nicht komplett ignorieren will. Das ist halt meine am längsten laufende Serie, könnte man sagen. Deswegen, ich möchte es nicht komplett löschen und sagen, ist nicht mehr. Aber ich möchte es auch nicht mehr so häufig machen. Ich möchte es trotzdem noch aber beibehalten. Deswegen, es klingt merkwürdig, wenn ich das so erzähle und so mache, aber in meinem Kopf macht es leider Sinn. Von dem her, ja, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Hoffentlich sehe ich euch nachher im Stream. Und nochmal vielen Dank für euer Verständnis und eure Treue. Stand proud und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.